Nächste Folge beginnt und ja, wir verlassen gleich mal die Garage. Ich habe gerade ein paar Anrufe mal wieder in der Zwischenzeit bekommen. Aber im Endeffekt seht ihr eh immer nur die Quest am Ende und ja, ich muss wohl an so einem Rennen jetzt teilnehmen bei Amy, dem Schlauber. Wenn ich jetzt gleich mal machen. Das ist auch nicht sehr weit weg von der Garage. Von der Garage, ey. So. Mal ernsthaft bleiben hier. Und hier fahren halt echt Leute rum, die irgendwie schon Level 44 sind oder so. Gerade mal Level, welches Level bin ich jetzt? Oh, bin ich hier immer falsch. Nein, das ist kein Baum, den man umnähten kann. Ups. Level 11 sieht man doch. Wir fahren über die Bahnschienen. Weiß gar nicht, wie kriege ich denn den Multiplikator hoch? Er muss weg. Also ich wäre mal sowas von tot. Wofür sind überhaupt diese Fässer da? Ist das so ein Aufprallschutz? Mal wieder muss ich wenden. Innerhalb des halt nur so viele Runden wie es geht. Wenn du einmal schnell bist, kommen wir in die Top 2 mit mindestens 350 PS. So viele Runden fahren wie möglich in der Zeit. Oder was war jetzt die Aufgabe? Glauben zumindest, also so wie ich das jetzt verstanden habe. Ich habe eine Runde auf jeden Fall oder muss ich die schnellste Runde fahren sogar? Nein! Man irgendwie neu starten, die Scheiße. Ne, kann man natürlich nicht. SLR Drive, Online, DRM. Und da kann man mal voll in die Tonne kloppen. Oh, da war Amy. So wie es aussieht, ist meine Runde aber ein bisschen die schnellste. Okay, die haben schnellere Runden als ich. Aber das müsste ich noch toppen können eigentlich. Muss ja quasi nur noch halbe Minute schaffen am besten.
Also im besten Fall eine halbe Minute. So. Muss ich jetzt echt versuchen. In Top 2 muss ich kommen, oder? Dann geht's ja noch. Oh. Warum schlecht fahre ich auch? Weiß ich nicht, wie das auch lange möglich sein soll, hier so mitzuhalten. Und mal macht eine Position 3. Schnell bist. Hey, die Typen mochten deinen Style. Du darfst jederzeit gegen sie fahren. Schätze, du hast alles richtig gemacht. Trotz der Niederlage. Ich muss jetzt anscheinend noch mal fahren. Ja, in die Richtung muss ich direkt richtig einfach anscheinend. Ach, das macht nämlich einen Unterschied bei Zeitrennen und Zeitfahren. Ich muss man schon echt die erste Runde hier nutzen. Und gerade war die erste Runde auch meine beste Zeit. Aber ich hasse sowas auf Zeit eigentlich. Also ich hoffe, dass das irgendwie hier noch möglich ist. Aber es gab auch den Fuß, da habe ich genau die Zeitrennen, das waren, also die habe ich alle nur höchstens auf Silber. Also ein, zwei habe ich auf Silber. Das haben wir eigentlich komplett immer auf Bronze nur gehabt. So. Obwohl dieser Durchlauf hier gerade gar nicht so schlecht aussieht bei mir. Ich meine, man muss hier doch mal was reißen können. Da vorne ist Amy. Die ist auch nicht so gut anscheinend. So, aber irgendwie. Ah, ich habe Plus gemacht anscheinend. Bin auf jeden Fall noch Erster. Hat jetzt weh. Ja, ich bin auch noch ziemlich knapp Erster. Na, das Wetter sollte ja eh reichen. Wenn man es halt nochmal verbessern könnte, wäre natürlich auch geil. Dann habe ich halt einfach mehr Sicherheit davon.
Es dauert nicht mehr lange. Wenn ich Glück habe, reicht die Zeit aus. Also ist dann wahrscheinlich, wenn zwei Leute in den 5 Sekunden jetzt hier noch irgendwie mich überholen können. Erstmal. 7.000. Ja, dann ist 60.000 für den Mustang gar nicht mehr so weit weg. Dann ist er eine Schrauberpunkte bekommen und Unglaubpunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich will nicht übertreiben. Sonst hebst du noch ab. Ich muss los. Wir sprechen uns. So. Kann jetzt hier noch, da unten wäre Spike. Komm, dann fahre ich die Runde hier mit Spike. Junge, wo bist du? Der Lauf startet gleich. Na los, komm schon rüber. Okay, er hetzt mir auch schon, weil ich mich beeilen soll. Bin ja auch schon auf dem Weg. 4 Kilometer. Müsste eigentlich kein Problem sein, 4 Kilometer in so kurzer Zeit mit dem Mustang zurückzulegen. Denn ein Ford Mustang ist immer noch ein Ford Mustang. Und wie ich schon mal vor ein paar Folgen gesagt hatte, es ist eigentlich wie ein wildes Pferd, was man einfach nur sehen muss. Wenn man einen Mustang wirklich beherrscht, ist es ein super Auto eigentlich. Weit ist es nicht mehr. Ja, wäre der mir nicht im Weg gewesen auch noch, dann... So. Aber diese 93 Grad Kurven, wie ich die ja immer so schön nenne, die machen mir das Leben echt schwer. Einen zu früh. So, da hinten müsste es sein. Vorne sehe ich ein Auto, da vorne auf jeden Fall. Der interessiert sich mal gar nicht für mich. Sag Cody auf Speed. Komm in die Top 3 mit Spike. Spike, Spike, Spike. So, Position 1 von 6. Das Spike Top 3 muss ich erreichen. Ein Auto fährt, ist das ein BMW? Jo, BMW. Wenn die ganz kurz auf die Bremse lang, um zu gucken, was für ein Auto da hat. Aber den hole ich schon wieder ein. Oder auch nicht. Meine doch. Jetzt wäre ich fast, hätte ich fast die Abbiegung nicht mehr gekriegt, die Ausfahrt. Ja, von der Rennlänge sind die Rennen eigentlich ganz gut gestaltet. Also das gefällt mir echt gut. Die Rennen hier macht sehr viel Spaß, das zu spielen.
mir als auch euch hoffentlich. Gott. Das ist der Teil, der doch nicht so viel Spaß macht, aber ich bin immerhin noch total. So, den John, den schnapp ich mir hier. Der müsste jetzt wahrscheinlich Spike vor mir sein. Oh Gott, die Kurve habe ich dann richtig schlecht nur genommen. Aber John sollte mir eigentlich nicht entwischen. Und der Typ da ganz vorne, der kommt mir auch immer wieder näher. Da vorne ist er. Kriegt er mich auch noch. Oh, jetzt. Da ist ein Kopf. Oder das Bike. So, ich muss ja schnell. Schnell. Das Rennen hier beenden. Es ist nicht mehr weit. Ein halber Kilometer nur noch. Zieh gerade. Und durchziehen. Position 1. 7000. Unter 3 Minuten. Sehen deine Nachrichten nach. Spike. Junge, das war abgefahren. Okay, komm rüber zum Longhorn und versuch's in einem Stück. Bis nachher. Wo ist denn das? Da ganz unten? Da war ich mal eben hin. Ist ja nie weit. Aber was das angeht, das neue Auto. Den Mustang können wir uns wahrscheinlich bei 1000 kaufen für knapp über 60. Riesen. Das wäre halt jetzt erstmal so der erste Meilenstein für mich, das Auto zu haben. Warum? Oh, Level auf Level 13. Super. Oh, sorry, Kollege. Den habe ich voll mitgenommen. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Weil das hatte ich schon bei Rivals auch das Problem, dass viele Leute mich einfach nur verfolgt haben und mit diesen Verfolgungsjagdtechniken mich abgeballert haben. Dann hatte man da ja. Ja. Fand ich nicht so toll. Mein Gott, wenn ich immer mich zu sehr aufs Reden konzentriere, dann passiert immer so was, ja. Und mit 100 hier geschwitzt die Kurve hochklettern. Läuft. Im Gegenverkehr zu fahren macht Spaß. Da kann man so eine Reaktionsschnelligkeit testen. Schwergewichte sind
Man weiß nie, wer dahinter steckt. Besonders bei diesen Outlaw-Typen, die die Straßen unsicher machen, könnte jeder sein Mann. Auch unser neuer Freund hier. Oder Spikes Liebling Magnus. Hey, keine Witze darüber. Die falsche Person hört mit und wir sind alle geliefert. Alles klar, ich erzähle euch mal was über Magnus. Er ist nicht... Ja, ist gut. Wir haben das schon 1000 Mal gehört. Also, wer ist fürs Longhorn? Wer nicht? Komm, ich gebe dir einen Vorsprung, Spike, damit du üben kannst. Leck mich. Was? Wir sehen uns dann. Nun, ich würde sagen, da wir gleich noch da sind, was im Longhorn passiert, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Oh, wir haben eine Vorfahrt.